Heute grüße ich euch aus meiner Werkstatt und das hat einen ganz bestimmten Grund. In einem der letzten Videos habe ich euch schon mal den Autodos-Trockner von Bosch vorgestellt und auch gezeigt, wie man diesen Trockner reinigen muss und was die Vor- und Nachteile davon sind. Irgendwie hat mir dieses Thema keine Ruhe gelassen und ich habe jetzt diesen Trockner mal bei mir in die Werkstatt gestellt, um mal zu schauen, wie sieht eigentlich das Innenleben aus und wie funktioniert dieses Reinigungskonzept wirklich. Etwas hatte ich euch schon gezeigt, und zwar, dass man hier vorne diese Fächer hier herausnehmen kann und dann das Gerät sich selber automatisch spült. Einmal hier vorne diesen Filter und auch hier hinten drin den Verdampfer. Das möchte ich euch jetzt aber mal im Detail zeigen und dafür habe ich das Gerät im Service-Modus eingeschaltet und starte jetzt das Service-Programm. Im Service-Programm, das ist etwas, worauf wir als Techniker zugreifen können und dabei die einzelnen Verbraucher separat ansteuern können. Das hilft uns bei der Fehlerdiagnose. In meinem ersten Schritt wird jetzt hier hinten der Verdampfer gespült. Übrigens sollten Arbeiten am geöffneten Gerät immer nur durch Elektrofachkräfte durchgeführt werden. Denn wenn das Gerät geöffnet ist, geht natürlich eine große Gefahr von dem Gerät aus. Und auch ich habe hier einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit nichts passiert. Insbesondere dann, wenn sogar noch Wasser im Spiel ist. Ich habe hier die Seite auch mal aufgemacht von dem Trockner. Und hier oben ist der Kondensatbehälter. Und wenn gleich der entsprechende Programmschritt abläuft, wird mit diesem Aktuator oben eine Klappe im Kondensatbehälter geöffnet und das Wasser rauscht hier über dieses Rohr herunter und spült dann den Verdampfer. Jetzt ist das Wasser hier rausgekommen, die Pumpe befördert es wieder nach oben und alle Flusen, die jetzt hier in dem Verdampfer drin sein sollten, sind damit nach unten gekommen. Das ist aber nur eine von drei Reinigungsmöglichkeiten, die in diesem Trockner integriert sind. Hier an der Seite befindet sich nämlich eine Besonderheit. Hier ist ein Ventil, das wird jetzt ganz langsam in die andere Position gelegt. Und dann, wenn das nächste Mal hier oben die Klappe geöffnet wird, wird nicht mehr vorne der Verdampfer gereinigt, sondern dieses Sieb. Ich lasse das Sieb jetzt absichtlich draußen, weil wenn ich es reintun würde, wird man nichts mehr sehen. Ihr seht aber gleich, dass das Wasser etwas weiter vorne rauskommt als bei diesem ersten Spülgang und damit wird hier dieses Sieb gespült. Alle Flusen werden dadurch runtergespült und gelangen in diese Schublade, die dann regelmäßig zu reinigen ist. Jetzt wurde hier vorne gespült und einiges an Wasser ist auch rausgekommen. Damit aber noch nicht genug. Es gibt noch die dritte Reinigungsstufe. Und zwar befindet sich, wenn man jetzt hier unten reinschaut, ganz genau hinschaut, hier unten nochmal Düsen, die diesen Pumpensumpf hier reinigen. Gleich startet die Kondensatpumpe, saugt das Wasser an und spritzt es dann wieder von oben raus. Bei dem Vorgänger, dem Self-Cleaning-Wärmepumpentrockner, gab es zum Teil das Problem, dass sich hier im unteren Bereich Flusen angesammelt haben. Und mit dieser Extraspülung wirkt Bosch diesem Effekt entgegen und die Flusen sollen damit immer herausgespült werden. Nachdem ich nach der ersten Begutachtung etwas skeptisch war, ob das mit dieser Selbstreinigung so funktioniert, muss ich jetzt sagen, bin ich sehr optimistisch, dass das funktioniert. Denn wir haben hier drei verschiedene Ventile, mit denen das ganze System gespült wird und dass da noch Flusen übrig bleiben, ist relativ unwahrscheinlich. Ich bin gespannt, wie es sich in der Praxis bewährt. Wenn du da Erfahrung hast, gib mir gerne ein Feedback dazu. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal.